Es ist in beiden Segmenten, ne? Yachten oder Residenzen ist es unterschiedlich. Bei den Yachten arbeiten wir zu 70-80% für die Werft, die ein praktisches Monopol hat bei Yachten über 100 Meter. Und die haben wiederum einen kleinen Stamm von Subunternehmern, die den Innenausbau machen. Es gibt nur 6 in der Welt, die auf unserem Niveau arbeiten. Und in einer Yacht der Größenordnung 150 bis 180 Meter brauchen Sie etwa 2 bis 3 Innenausbauunternehmen, die nebeneinander arbeiten. Also können Sie schon mal sagen, bei jeder zweiten Yacht ist man sowieso dabei. Also insofern hat sich das etwas vereinfacht über die Jahre, ne? Denn wir bauen mittlerweile, wir haben glaube ich die 27. Yacht gebaut, da spricht sich das rum. Und es ist eben ein ganz kleines, exklusives Segment, wo dann eine Gruppe von Menschen diese Yachten bauen und betreuen. Und da spricht sich ganz schnell rum, wer ist gut und wer ist besser. Und wir sind heute unter den 6 die Besten geworden, weil wir auch innovativ sind. Bei den, im Hochbau ist es erst ein relativ neues Segment. Und da hilft uns auch, dass wir eben im Yachtbereich so gut sind. Denn ich habe Ihnen die eine Residenz gezeigt in St. Moritz. Für den haben wir 2 Yachten gebaut und dann hat er irgendwann gemerkt, ach, die können ja auch Hochbau. Wunderbar, dann nimm doch die. Wir sind ein Unternehmen, wird heute 250 und sehr, sehr stark wachsend, aber wir haben Auftragsvolumina von 20, 30 Millionen pro Auftrag und wir machen zurzeit einen Umsatz zwischen 60 und 70 Millionen. Wir brauchen 3 Kunden im Jahr.